Der Blues. Willkommen zur 26. Folge von Klarinette spielen lernen für Erwachsene. Das Stück, das Sie eben gehört haben, war der Wabash Blues. Es wurde etwa 1910 von Fred Meinken komponiert. Bei diesem Stück kann man gut das Call-and-Response-System erkennen. Das heißt Frage- und Antwortspiel. Es ist so, als wenn sich zwei Leute miteinander unterhalten würden. Auch bei dem nächsten Stück, das ich spielen möchte, dem Royal Garden Blues von Clarence and Spencer Williams, ist das Call and Response, das Frage- und Antwortspiel, gut zu erkennen. Wann der Blues genau entstand, kann man nicht sagen, etwa um 1900. In den meisten Fällen bestand der Blues aus 12-taktigen Teilen. Verwendet wurden die Akkorde der ersten Stufe der Tonleiter, der vierten und der fünften Stufe. Also, wenn ich ein Stück in C-Dur spiele, ist die erste Stufe C, C-Dreiklang, die vierte Stufe ist der F-Dur-Dreiklang, und die fünfte Stufe ist der G-Dur-Dreiklang. Man spricht von Tonika, die erste Stufe, Subdominante, die vierte Stufe und die fünfte Stufe ist die Dominante. Drei Akkorde, das hört sich einfach an, hat aber sehr viele Variationsmöglichkeiten. Dadurch kann man auch sehr viel Gefühle ausdrücken. Als nächstes kommt der Beale Street Blues von W.C. Handy, wohl dem bekanntesten Blues-Komponisten. Thank you.
Zum Komponieren und Variieren und Improvisieren über Blues gibt es verschiedene Blues-Tonleitern. Ich möchte Ihnen jetzt drei davon vorspielen. Zuerst der Dur-Blues. Als zweites die Moll-Blues-Tonleiter. Als letztes die Rock'n'Roll-Blues-Tonleiter. Aus dem Blues hat sich später auch der Rock'n'Roll entwickelt. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich den West End Blues spielen, der von Clarence Williams und Joe Oliver komponiert wurde. Dieses Stück wurde auch von Louis Armstrong gerne gespielt. Wenn Sie die Stücke nach Noten spielen wollen, finden Sie einen Link in der Videobeschreibung. Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie die in den Kommentar. Und tschüss.